Von vier verschiedenen Richtungen oder sowas. Oder fünf, ich habe keine Ahnung, zähle da nicht mit. Oh Gott! Die schießen von überall, Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Timing abpassen, dann rüberspringen. Oh, da ist schon das Ende vom Gelände. Bäm. Au, jetzt habe ich mir den Tisch angehauen hier. Yeah, hey, Castle Number 3. Lemmy's Castle. Moment. Oh nein, ich schloss Nummer 3. Nein. Oh nein, ja genau, ich erinnere mich, als wäre es vorgestern gewesen. Und es ist genauso beschissen, wie ich es befürchtet habe. Yay! Na gut, dann halt nochmal. Ich laufe! So, und hier war es, glaube ich, wir müssen warten, dass halt ein so ein Ding ins hier kaputt haut. Und dann kommt ja auch noch so ein gelber Cooper bei rum. Das finde ich jetzt nicht so toll. Ja, genau. Also wenn schon, denn schon. Ja. Da könnte man jetzt in die Tür rein, wenn man jetzt den P-Button da holt. Was ich nicht getan habe. Oh, musstest du im letzten Atemzug noch so ein Dingens casten? Ist doch nicht wahr. Ich meine, wenn man den Tod gehauen hat, dann kommt er sowieso nochmal wieder, aber es geht ums Prinzip. Ach, kommt schon. Da muss man husten und dann sowas. Oh nein, nein, wow. Ja, spawn direkt vor mir, eine gute Idee. So. Mal sehen, kriegen wir da den P-Button irgendwie? Nein, nein, okay, brauchst gar nicht erst wieder zu versuchen. Außer jetzt über den Weg hier. Nein. Na, ich komme da nicht hoch. Nee. Okay. Na, ist doch nicht wahr. Ich hasse dieses Schloss oder generell diese ganzen Caster, wenn sie da immer kommen. Zauber-Cooper da. Oh nein, nein, nein. Ich bin so tot. Ich bin so verdammt tot. Das ist mein Todessong. Definitiv. Fehlen nur noch die Engelschöre. Und dann kommt sowas am Ende, natürlich. Nicht. Blöd ist, dann müssen wir jedes Mal, wenn wir so ein Schloss hier anfangen, fast jedes Mal wieder von vorne anfangen. Weil, darum. Na. Ah. Nein, ich tue nicht so, als wäre ich so scheiße. Ich bin wirklich so scheiße. Ich kann auch nichts dafür, so bin ich. So, machen wir mal so ein Loch im Boden hier. Alter! Alles gut, kommt von oben, oder was? Wohl, nee, nicht in diesen Schloss. Ja, lauf in deinen Tod, das ist eine gute Idee. Wow. Ach ja! Ja, man kann ja, wenn man Laufen gedrückt hält, über einen einzelnen Abstand dann immer rüber rennen, stimmt, da war ja was. Ich glaube, das war sogar an einer Stelle oder sowas mal gewollt oder zwingend notwendig. Okay. Aber halt ist doof, wenn halt genau da jetzt gerade so ein Dingens durchkommt. Okay.
Dann kann ich ihn da nicht mal umdingsen, wenn ich da den gelben Pnöpel da unter ihm vernichte. Oh nein. So. Schnauze voll hier. Unsere Spielereien. So, wieder durch hier. Ich werde gleich sterben. Ich werde gleich sterben. Ich werde zu sterben sterben. Das kommt schon. Ich weiß, dass da drüben jetzt so ein Depp kommt. Ich bin gleich so tot. So tot wie das kleine Koopa. Schalalalalalala. Ich werde gleich sterben. An irgendeinem Scheißdreck. Irgend so ein Mistviech ist mir bestimmt im Weg und will mich einfach nur töten. Ich lasse es ja schon. Gut. Auf ein neues. Ich hasse es, wenn sich so Teile in so ein Level bewegen. Oh Gott. So, rüber. Natürlich muss hier wieder so ein Mistviech auf mich warten. Wir nehmen hier diesen Möchtegern-Fahrstuhl. Ja, spring gegen nicht drauf. Genau, eine verdammt gute Idee. So, uah, das ist so verdammt knapp hier. Das gefällt mir nicht. Oh, Gott sei Dank, kurz vor Boss-Time hier nochmal eine Feder. Gott sei Dank. Ach ja, da muss man jetzt auf den richtigen hier drauf springen, ne? Alter! Ist kacke, wenn man da als kleiner Mario durchgeht. Jetzt halt nochmal den Mist. Da. 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 Vergesse ich immer, dass ich ihn nicht mit so einem gelben Pröpel da irgendwie umhauen kann. Und ich versuch's irgendwie dennoch. Und es ist jedes Mal wieder ein Fehler. Zauber, Zauber, Hex, Hex. Da. 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 Wieder gestorben an so einem Mistdingens-Cast, den er da gerade noch gecastet hat. In dem Moment, wo ich ihn umhaue. Ich nenne das auch perfektes Timing. Für ihn. Oh, warten, 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 warten. Okay, das hätten wir. Nehmen wir den mit. Und dann einfach hier nach rechts schwimmen. Wahrscheinlich wäre das durch die Tür da irgendwie eine Abkürzung oder sowas. Ist mir jetzt aber auch Latte. Einfach weil... Ich will hier irgendwann mal durchkommen durch dieses dämliche Schloss hier. Och nö, wo kommt der schon wieder her? Stellte sich du so direkt vor die Tür. Denkt auch, er ist lustig. Aber er ist nicht lustig. Er braucht das auch gar nicht zu denken. Gut. Boing. Da. So. Müssen jeder Sprung hier schon fast perfekt sein. Bei irgendwelchen Super Mario World Hacks ist es ja noch viel extremer. Also hier brauche ich echt überhaupt nicht meckern, dass hier irgendwelche Level schwer sind oder sowas. Hier liegt es einfach nur an meinem beschissenen Dasein sozusagen. Ja, also was ich da manchmal gesehen habe, was es bei diesen Mario-Hacks da alles für Level gibt, da denke ich mir einfach nur so, nee.
Da braucht ihr auch gar nicht versuchen, dass ich das irgendwie mal machen werde. Das könnt ihr sowas von knicken. Aber sowas von. So, jetzt geht's wieder durch die Gänge hier mit mindestens zwei Knochenkoopas hier. Noch geht das ja relativ gut. Ja, tu da. So. Okay. Sind schon wieder an der Boss-Tür. Das gefällt mir. Wir haben sogar noch einen Pilz für Reserve und so. So, warten. Nee, es war der falsche, ist mir schon klar. Hauptsache, er castet da hinten nichts. Ja. Ah, wäre ich mal da geblieben. So, einmal noch. Schwierigste ist hier wirklich den Feuerball da auszuweichen. Alter, ich bin draufgesprungen. Nein! Ah! Wir kommen da schon noch durch, irgendwann. Wenn es 3 Folgen dauert, irgendwann komme ich da durch. Bäm. Ist der nämlich schon mal weg. Nervt mich jetzt auf die nächsten 2 Meter erstmal nicht so viel. Erst hier, dann wieder. Okay. So, raus. Naja, nee. Jetzt mal nicht, Kollege. Millionen Feuerbälle später. Na, ist doch nicht wahr. So, und rüberspringen. Weil ich es kann. Wahrscheinlich kann ich auch so rüberspringen. Ja, muss ich gar nicht auf den Wiederaufstieg der Plattform warten. Ja, so. Ne, ihr merkt schon, ne? Ich riskiere schon wieder ein bisschen mehr, weil ich das Level schon wieder so ein bisschen kenne. Aber zu viel sollte man nicht riskieren und schon gar nicht, wenn man Mammut heißt. Ich weiß, aber dennoch tue ich es. Warum? Wir wollen hier irgendwann mal durchkommen. Glaube ich. Ja, komm, lass mich da durch. Ich bin zwar geduldig, aber die Zeitanzeige ist nicht geduldig. Und wenn ich dann schon 3 Stunden beim Boss brauche, bis ich da jedes Mal auf den richtigen gehüpft bin, dann könnte das problematisch enden. Ne? Und deswegen muss ja nicht sein. Okay. Na, noch. Wäre ich fast drauf eingefallen, auf den Pönöpel, der da von oben nochmal runterkam. Na, nur fast. So. Und dann schauen wir mal. Ja, da war ich zu langsam bei ihm. Einmal. Das war der falsche, ist mir egal. So, 2-mal. So weit waren wir schon mal. Nein. Nein. Nein, jetzt ist auch noch ein Pilz weg. Nein. Puh, okay. Wir haben es geschafft. Puh. Ja, ich weiß, andere sagen jetzt, das war doch gar nicht schwer. Es ist ja auch nicht schwer. Aber ich bin scheiße, wisst ihr? So eine Grundeigenschaft von mir. Da habe ich geskillt, dass ich scheiße bin. Ah, danke dir, Mario. So, Mario kommt dann wieder her mit Hammer. Mario ist... triumphed over Lemmy Cooper of Castle Number 3. Mario's quest is starting to get much more difficult. Have you found the red and green switch yet? Yes, the green one. Der rote ist wahrscheinlich irgendwo in dieser Höhle hier, wenn man extra Weg geht. Mal gucken.
Jetzt haben wir erstmal gespeichert und wollen halt erstmal wieder raus zur Höhle.